Hallo Leute, okay, ich mach's jetzt ganz schnell. Das ist ein Intro für meinen nächsten Vlog. Ich fahre jetzt zu Guti und dann geht's los. Wir wollen nicht lange schnacken. Auf geht's. Darf der kleine Gotti zum Spielen rauskommen? Ja. Wir sagen noch nicht, wo wir hinfahren, oder? Ich will es zu spät erst sagen. Du weißt auch noch nicht so hundertprozentig, wo es hingeht. Du weißt aber auch nicht. Mhm. Tja, auf geht's. Mann des Todes. Nice. Also wir sind da. Wir gehen jetzt gleich dahinter. Und dann ist da hinten die Riesenüberraschung für diesen jungen Herrn. Ich muss mich nur noch kurz anziehen. Und das ist so behindert, Digga. Ich habe halt einfach mal keine Regenjacke. Ich habe nur den fucking Pullover und meine Jogginghose an. Aber Wanderstiefel. Das ist halt einfach letzte Woche. Wie viel Grad hat es gehabt? 20, 21 ja, Grad? Ja, kurze Hose und T-Shirt rumgerannt und jetzt? Und jetzt wieder Eiszeit. Digga, was hast du gerade gesagt? Kannst du es nochmal sagen? Ja, nice. Er meinte gerade, er glaubt, er schnauft zu sehr in die Kamera rein. Ich glaube, mein Kollege, mir geht's genauso. Ich hoffe, ich finde das noch. Ah, okay, da oben ist der Jägersitz. Ich weiß, wo wir sind. Was sind wir, Alter? Hey, warte mal. Kannst du bitte das leere Bier hinten rein tun? Oder warte, ich such's bei dir rein. Nein. Was ist an der Seite so komisch, so schöne Dinger? Brauchst du neues? Nö. Step on, wir gehen jetzt da rein. Oh. Ich geh mal raus. Okay. Okay. Na dann, Digga. Die filmen du noch, oder? Ja, frohe okay. Ostern. Frohe Ostern. Bin ich da? Wollen wir reinlassen? Ich hab meinen Arbeitsrucksack dabei, Alter. Alter. So, weiter geht's. Wirklich, das sind halt auch Sachen von, keine Ahnung, Digga. Wer, Digga? Wer hat solche Eier, dass du hier drin eine Rakete loslässt? Explosiv. Da ist wer. Das ist nur der Anfang, jetzt pass auf, das ist der Weg reinwärts. Und das hat halt irgendjemand wirklich so Schiss gehabt, dass er eine Schnur gespannt hat. Oh, das ist Dynamit, das gleich in die Luft fliegt. Okay. Also ich würde sagen, wir sind jetzt mal hier drinnen. Und jetzt gib dir die Scheiße, Alter. Gib dir das. Und ich geh mal ein Stück zurück, bleib mal du da. Ich zeig mal, wie groß die Höhle ist, weil ich glaube, das sieht man gar nicht so wirklich hier. True. Ich habe auch noch Ersatzbatterien dabei. Aber nice, Digga, aber Fabi hat Schiss. Okay, pass auf. Ich tu mal kurz meine andere Kamera raus. Okay. Oder nee, warte, ich hol noch nicht die andere Kamera raus. Wir machen das jetzt so. Du musst jetzt mal ganz kurz hier warten. Ich komm gleich wieder, okay? Wo bist du denn? Ich lass dich nicht alleine. Ich komm, 2 Minuten bin ich wieder da, okay? Ich hasse dich jetzt schon. Ich dich nicht. Ich lieb dich. Bis gleich, Digga. Einfach warten und filmen. Bleib da stehen. Okay, also pass auf. Das Ding ist, es ist ja Ostern gewesen. Wenn ihr das Video seht, gewesen. Oder es war gestern eigentlich Ostern auch für uns. Aber gut, die hat ja sein Geschenk noch gar nicht gesehen. Und deswegen muss ich das jetzt verstecken.
auf das Ganze dann suchen. Ich weiß nicht, ob ich da noch zurückfliege. Ich hab frisch angezogen, ich schaue aus wie ein Spitzmittel. Also hier. Wir gehen wieder zurück. Bis gleich. Hört sich an wie eine Tropfsteinhöhle. Ja? Also, das Ding ist, es ist ja Ostern gewesen gestern. Und du hast von mir noch gar kein Ostergeschenk bekommen. Und ich habe halt gehört, dass der Osterhase hier drin war. Und du musst Osternest finden, Digga. Nein. Oh doch, das ist dein Ding. Ich mach mal kurz die andere Kamera aus. Dass wir hier. Hast du Angst? Nö. Chillig? Es ist eigentlich gegangen, bis auf. Wo es dann wirklich so extrem leise war. Da hinten tropft irgendwie was. Ja, da hinten, da können wir gleich mal. Wir können ja gleich mal ein bisschen rumgehen und von oben. Ja. Ach, die komischen weißen Flecken da. Ich hoffe, wir finden da noch raus. Nee, alles gut, ich weiß, wo wir sind. Ja. Ich könnte eigentlich Führungen veranstalten. Also, wenn ihr Bock habt. Ja. 200 Euro pro Person. Wenn ihr Bock habt, ja. 100 Euro pro Person. Ich erschrecke euch doch noch ein bisschen. Für weitere 100 Euro nehme ich euch auch wieder mit raus. Wenn es wie irgendwie so ein Köller war, so ein Geheimer. Ich weiß nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in der Nazi-Zeit entstanden ist. Ist ja auch alles irgendwie mit so Metallstreben versetzt. Ja. Aber ob es halt wirklich irgendwie dann ein geheimer Unterschlupf war oder so, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das Teil hier, dass hier Sachen liegen von 1980 und älter. Okay. Hier zum Beispiel. Das hier ist Bürostuhl. Alter Gamingstuhl. Mein X-Razer. Hier kommt. Ja, darf ich vorstellen, meine Damen und Herren? Hier kommt das Gaming-Zimmer von Gutti hin. In Zukunft, wir sind noch am Verlegen der Kabel für das Internet. Das Lustige ist, du wirst danach wahrscheinlich besser das Internet haben als jetzt. Oh ja. Es ist eigentlich nicht so groß. Also, es ist schon. Es ist riesig eigentlich. Ja. Vor allem, es ist auch irgendwie voll systematisch. Meinst du, Fabi hat wirklich Schiss, wenn er hier drin wäre? Ist halt echt. Fabi, du kannst ja jetzt mal kommentieren, ob du Schiss hast, wenn du hier drin bist. Vor allem, hier drin ist auch überhaupt nicht kalt. Digga, wir müssen das viel spannender machen, das Video, das geht so nicht. Wir tun so, als wäre das hier ein Spaziergang. Genau, ja. Ich will da Horrormusik unterlegen. Und da müssen wir so. Da war was. Okay? Was war das? Ja, genau. Okay, das machen wir jetzt. Okay. Damit das auch. Doch, alles für die Klicks. Alles für den Dackel, alles für den Club. So, da war der gute Vergleich. Eko! Und Gummis. Alter, wer pumpst da hier unten? Ernsthaft? Digga, ich hab gesagt, wir müssen es spannender machen. Würdest du hier einen hochkriegen? Entschuldigung, ich hab's. Ja, würdest du, ja oder nein? Was? Ja, hier einen hochkriegen. Da müsste schon gescheit drauf sein, hey. Alles klar. Was war das? Ach, Digga, weißt du, was das ist? Das ist einfach ein Teufelsmann. Nee, das ist. Ach, so eine komische Fontäne, oder? Das ist einfach ein Hörncheneis oder irgendwas. Digga, guck mal, das ist. Das ist doch so eine komische Fontäne, so ein Silvesterfeuerwerk. Ja, oder so, irgendwas, keine Ahnung. Hat doch der Schwefel. Digga, hat's mich jetzt
gerissen, Alter. Spupst. Hey, das sind wir doch gar nicht hoch, oder? Nö. Sind wir ans Zweitgang? Keine Ahnung, geh weiter. Wir werden irgendwie hier wieder rausfinden. Vor allem, ich weiß nicht, wie groß das ist. Ich weiß nicht, in welche Richtung das du warst. Ich weiß bloß, dass du hintergegangen bist. Ja, aber du weißt ja nicht mehr, wo wir sind. Nee. Das ist es, wir haben es gefunden. Jawohl. Das Portal nach Verdansk. Komm mit mir ins Abenteuer. Ja, du musst trotzdem, Digga, das hilft. Ja, ich weiß. Ich denke mal, da irgendwo da hinten, wenn da der Ausgang war. Ida hat wieder reingeschissen. Digga, die Dinger, die leuchten noch. Willst du das vielleicht mal nehmen und anschauen? Ach! Was hast du gedacht, dass ich jetzt ein Nest hier reinbaue oder was? Ja, weißt du, mit Musik so wie bei Call of Duty. Die Musik können wir einspielen. Ach so, ja, true, Digga. Wir können die Musik von Call of Duty, wenn wir Ostern das nicht einspielen. Yeah! Musst du mal zeigen, was der Osterhase dir besorgt hat? Na, ein Toffifee. Geil. Yeah. Ein Kingseher. Wow. Ist für mich auch was drin? Ist für mich auch was drin? Noch ein Kingseher. Okay, das werden wir jetzt trinken, aber ich würde sagen am Ausgang so. Wir chillen uns am Ausgang und trinken das noch hier drin und dann können wir ein Outro für euch machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Aber die Titel nehmen wir mit. Ja, die nehmen wir mit. Die Knicklichter lassen wir arbeiten, das macht jeder so. Warte mal, das packe ich wieder an. Okay, also einmal jetzt für Shamitra, okay? Gib mir ja Haya. Haya! Hier auch, was alles für Nebel, was sind die hier in der Disco? Also Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Vlog. Abonniert Guti gerne auf Twitch. Abonniert mich gerne auf Twitch, wenn ihr lustigen Content sehen wollt. Lasst ein Abo da auf meinen YouTube-Kanal kommen. Aktiviert die Glocke. Ich weiß nicht, was die Glocke bringt, dass man benachrichtigt wird. Wenn du ein neues Video hast, dann. Scheiß drauf, Digga. In diesem Sinne. Tschüss aus der Mühle, wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Tschüss. Jetzt müsste ich heute Horrormusik drunter spielen, aber es ist halt einfach nicht gruselig. Ich glaube, wenn man hier. Ich habe eigentlich gedacht, das ist cool, wenn du das erste Mal hier bist, dann ist es für dich noch so neu und wow und wuhu und gruselig. Aber irgendwie hast du es voll zu chillig genommen. Ja, irgendwie schon, ja. Fabi hätte dabei sein müssen. Wir müssen das nochmal mit Fabi drehen. Also, so gruselig ist es eigentlich nicht einmal. Ich schaff das. Ich schaff das hier los. Ich schaff das. Gib mir Haya. Haya. Willst du noch Tschüss sagen zu den Zuschauern? Macht gut, schaltet ein und genießt.